Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und damit zum Unboxing der Angeldomäne Big Bait Box. Die ist, jetzt muss ich mal überlegen, ich mache das Video zu Freitag, ich glaube, die ist am Mittwoch erschienen und ist Donnerstag schon bei mir angekommen. Genau, und die kommt Freitag bei mir online, also wenn ihr das Video guckt, ist es Freitag. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, aber ich glaube, das müsste eigentlich so stimmen. 26,95 € für eine Box, die so groß ist und die auch sich nicht anhört, als ob da jetzt viel Luft drin wäre und auch nicht so anfühlt vom Gewicht her, ist das ein ziemlich günstiger Preis und da bin ich schon echt gespannt, was da drin sein kann an Big Baits für das Geld. Denn gerade so Gummifische halt in größeren Größen, wer halt mal vernünftige sich gekauft hat im Laden, der weiß, dass einfach mal so ein Gummifisch auch mal schnell einen Zehner kostet oder halt als Doppelpack 12 Euro sowas in dem Dreh. Ich bin echt gespannt, ne? Und wenn wir dann erst noch davon reden, dass Terminal Tackle oder sowas mit drin sein sollte, also dann bin ich ja, falle ich ja hier wirklich vom Glauben ab. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, und dann muss ich mal sagen, machen wir das Ding einfach mal auf. Messer hat er. Und los. Schauen wir mal, was wir da alles haben. Ja, das schauen wir uns danach an. Da haben wir hier noch eine Rechnung, würde ich mal sagen. Die kann erstmal beiseite. Und dann schauen wir mal. So, dann geht's hier los. Alter, ein Riesenvieh. Dann geht's hier los mit dem. Ich muss mal ein bisschen Platz machen hier. Warte mal. Ich habe nämlich ein bisschen umgeräumt. So. Mit dem Shaker Baits Gummifisch Scandinavian Tackle, also irgendwas hier aus den nordischen Ländern, auf jeden Fall eine schöne Farbe. UV-aktiv, höchstwahrscheinlich. Ich muss mal gucken, wo meine Lampe ist. Da ist er. Ja, ist auf jeden Fall UV-aktiv. Englisch, many fish, no. 3D Eyes, amazing colors are just too much for predators. Genau, made of extremely tough, high-quality American silicone rubber compound. Ein schwieriges, langes, zusammengesetztes Wort. The tail pedals and twists are a low-frequent weight, a perfect imitation of an injured baitfish that slowly trudge forward with its last stretch. Und so weiter. Genau, ganz schön lang. Genau, erinnert mich so ein bisschen an den Pickshed, ne, von der Optik her. Genau, aber auf jeden Fall ein Riesenteil, also Wahnsinn. Steht da auch ein Maß eigentlich drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Sollen wir mal auspacken? Ach, wir packen ihn einfach mal aus. Wir packen ihn einfach mal aus. Ich glaube, auf der Internetseite stand irgendwas von Ködern bis 100. Pff, schlag mich tot. 15, 18, 17, 12, 8, 9, 10 Gramm. Irgendwie sowas in dem Dreh. Das ist das gute Stück. Der riecht nur nach Gummi. Wir können den ja mal aufschmeißen hier. Ich bin halt bestens vorbereitet. Ihr merkt es schon. Waage. Check. Hoffentlich ist es nicht Milliliter an. Nein, das ist Gramm. Also ich mal sagen, der wiegt 90 Gramm. 99, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. So, dann schauen wir mal, ob das Lineal lang genug ist. Ist es. Ja, 25 cm. Genau. Ja, cool. Ziemlich wild von der Größe her, würde ich mal so sagen. Genau. So, was haben wir noch? Da geht es hier weiter mit auch noch einem schicken Pikezilla, der Hechtshad, ein Stück 25 cm und 122 Gramm. Okay, dann waren es vielleicht 122 Gramm. Auch hier so ein Riesenvieh. Wahnsinn. Der ist wahrscheinlich, bis auf die Flösschen, nicht UV-aktiv. Genau. Ach, das kann ich halt. Also, ich habe schon so viele UV-aktive Sachen in der Hand gehabt. Auch schön. Auch ein Riesending. So, was haben wir noch? Fluorocarbon, 45 cm. 18 Kilogramm. Hm. Tja. Ah, da steht's drauf. Gott sei Dank. Okay, Karabiner und 0,92 mm. Also in Schweden wird ziemlich viel mit Hartmono gefischt oder halt auch mit Fluorocarbon in wirklich großen Stärken, so um die 1 mm. Und das sollte hier eigentlich passen. Es gibt ja da immer noch so diese Glaubensfrage: Ist das hechtsicher? Einige sagen nein, hechtsicher ist nur Stahl, Titan. Hast du nicht gesehen. Aber andere sagen halt, alles, was so ab einem bestimmten Durchmesser ist hier, sollte echt sicher sein. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, dann haben wir hier von Fox Rage eine Art Hakensystem. Double Stingers, also ist kein Hakensystem, ist jetzt hier ein Stinger.
System. Sonst noch mal gucken, ob wir da noch was haben, wo wir den Stinger nachher dran montieren können. Also hier verschiedene Längen der Drähte hier natürlich. 49, also 7x7, ist auch mal sehr schön aufgemalt, wie so ein Stahlvorfach nachher aus 7x7 Fäden aufgebaut ist, ne, damit man das mal auch so ein bisschen anschaulich hier hat, finde ich ganz cool eigentlich. Genau, 18 Kilo, 8 oder 7 cm, was heißt denn das? Achso, Hook Size 1 und 2, achso, das sind verschiedene Größen jetzt, ja, ne? Genau, und nochmal hier die Montagetechnik. Finde ich ganz schön gemacht. Ja. So, was haben wir noch? Natürlich ein Angeldomäne-Aufkleber. Der gehört in jedes Angeldomäne-Paket. So, jetzt machen wir ein bisschen Platz hier. So, dann haben wir hier, oh, die Ratte. Roy Fishers, ein Hardbait, würde ich mal sagen. Roy Fishers, die Ratte, steht ja nicht drauf. Viele Fische, Raubfische fressen nicht nur Fische, Wasservögel und Frösche, auch Nagetiere fallen ihnen zum Opfer. Die Ratte beeindruckt durch ihre natürliche Form und einige spezielle Features, wie zum Beispiel die ausweichbare Gummischwanz und die weichen Ohren, die nicht nur aufgemalt sind. Also ihr wild, den packen wir mal aus, oder? So, dann ist das gute Stück. Da haben wir noch einen Ersatzschwanz bei, in einer anderen Farbe. In so einem, ja, dunklen. UV-aktiv, den würde ich mal sagen. Nö. Nö, nur weiß und dann natürlich so ein bisschen leuchtend dadurch, ne? Auch ein ganz schönes Teil hier, ein ganz schöner Oschi. Also. Ja, kann man natürlich machen. Auf große Hechte sollte sowas wahrscheinlich auch funktionieren. Ne? Boah, und ganz hübsch irgendwie. Fast so kuschel. Nein. So, der kommt wieder rein. Schwupps. Dann haben wir hier von Roy Fishers eine Tacklebox. Sagt man das so? Ja, schauen wir uns auch gleich mal an. Roy Fisher habe ich vorher auch ehrlich gesagt noch nie gehört. Ja, schön, da passen auf jeden Fall ein paar größere Sachen rein. Was da jetzt vielleicht reinpasst, wäre die Ratte. Bei den Gummifischen wird es ohne Schwanz umknicken eher schwierig, würde ich mal sagen. Was los? Ja, naja. Drückt schon. Also eher weniger dafür. Hätte ruhig nur noch mal größer sein können, wahrscheinlich, ne? Genau. So, da haben wir noch einen Gummifisch. Weiß ich noch nicht genau, wie der heißt. Schauen wir dann gleich mal auf den Zettel. Doch, weiß ich doch. Das ist natürlich ein Swarzonka Schweden Mac Rubber Stealth Bulk 21C. Das steht wahrscheinlich für 21 cm und der wiegt 85 Gramm. Genau. Auch ganz schön. Swarzonka ist ja auch eigentlich eine ziemlich coole Marke. Kannte ich bis vor Jahren auch nicht, aber dann waren sie halt mal in irgendeiner Box drin, die ich mal geunboxt habe und seitdem kennt man die Marke halt. Ne? Hat ja auch, glaube ich, irgendwas mit Abu Dhabi, wollte ich mal sagen. Mit Abu Garcia zu tun, glaube ich. Ich frage mich wirklich, wer die verpackt oder wie. Also die. Ach komm. Du willst es doch auch. Nö, der will nicht. Also. Okay. Der riecht jetzt auch nicht besonders. Wir lassen ihn jetzt einfach hier so drin, oder? Naja. Egal. Der ist wahrscheinlich nicht UV-aktiv. Nö, auch nicht so richtig. Ja, aber auch cool. 85 Gramm. Auch wieder ein ordentlich fettes Teil. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier von Zwarzonka noch ein Riesenpäckchen. Den Mac Snake mit passendem Hakensystem hier. UV-aktiv. Absolut. Auch ein Riesen-Oschi mit einem Twisterschwanz. Hier nochmal mit der Montageanleitung. Stinger Screw In. Dot Stinger and Screw in Head. Genau. Das war Made in Sweden. Ist 37 cm. Ich werde verrückt. Das ist auf jeden Fall der längste Köder, den ich habe. Muss ich ehrlich so sagen. So, mit verschiedenen Gewichte hier. 10 Gramm und 6 Gramm würde ich mal sagen. Also die komischen Einschraubgewichte hier. Da sind sie. Da ist eins und da ist eins. Nee, das ist glaube ich für vorne hier wieder. Keine Ahnung, irgendwo so jedenfalls. Wir packen die mal aus, oder? Noch einmal reinschauen. Gehen Sie mal, der reinscheißt. Wie groß der ist. Schwupps. Der sieht doch so ein bisschen aus, als würde er bei den Simpsons aus dem komischen Teich kommen, wo Homer arbeitet. Mit den großen, großen Glubschaugen. Ja,
Das ist auf jeden Fall. Ja, riecht auf jeden Fall ein bisschen. Wie groß der ist. Wahnsinn. Ja, und wie gesagt, das passende Hakensystem hier dazu zum Reindrehen. Ne? Und nochmal ein Gewicht hier zum Reindrehen. Ja, cool. Cooles Teil auf jeden Fall. Aber da braucht man auf jeden Fall auch eine vernünftige Route. Ne? Also hier mit so einer 80 Gramm Route sowas schmeißen ist natürlich. Selbst eine 80 Gramm Route, die ja schon ziemlich stabil scheint, noch zu klein. Genau. So, haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Schwupps. Wir haben. Genau. 40 mm, 10 Stück. 1 mm Rot-Silber Jig-Screw. Das ist ja also quasi das System. Also, das System ist jetzt zu viel gesagt für ein Produkt, was aus einem kleinen Draht besteht. Das wird halt vorne einfach in den Gummifisch reingedreht und da hat man dann halt quasi die erste Möglichkeit, um dann irgendwas zu fixieren. Zum Beispiel einfach großes das Dinger-System. Ne? Voilà. Denn das hat hier jetzt nichts, um es am Köder zu befestigen. Also zum Befestigen natürlich, man kann auch den Drilling einfach reinmachen, aber dann kannst du natürlich nicht schmeißen, weil es nicht genug hält. Und darum wird halt das einfach vorne reingedreht. Dann haben wir hier die Öse vorne oder halt auf der Seite, je nachdem. Und dann kann man das halt da dran befestigen. Wie auch immer, welche Richtung man das jetzt hier machen muss. So wahrscheinlich. Genau. So, haben wir noch was? Ja, was Kleines haben wir noch. Und zwar nochmal ein Aufkleber. Auch schon in jeder Angelomene-Box gewesen von Senshu. Gesundheit. Ja, sind jetzt ein paar schöne große Sachen auf jeden Fall drin. Schade vielleicht, dass nicht so ein echter Hardbait drin ist, aber ist natürlich preistechnisch einfach nicht machbar gewesen. Also ich finde selbst für den Preis, was die Box jetzt gekostet hat, also 30 Euro mit Versand oder halt 26,95 ist das wirklich ein super Preis, weil so eine Gummifischgrößen hier, die kosten halt auch schon richtig Geld, ne? Das muss man halt so sagen. Die Ratte hätte ich jetzt nicht unbedingt braucht, da hätte ich jetzt lieber doch mir einen schönen Hardbait vielleicht gewünscht, aber die Box ist natürlich für das Geld immer noch wirklich sehr gut, ne? Also, ja, genau. Und ansonsten würde ich mal sagen, war es das auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Lemmy!